Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Serratus 1. Heute möchte ich euch, wie ich am letzten Video versprochen habe, was ganz Cooles vorstellen. Hier diese Packung. Das ist das Jugendzimmer von Playmobil. Gibt es nur so zu kaufen, direkt im Online-Shop bei Playmobil. Kostet 10 Euro. So, jetzt schauen wir, was alles drin ist. Es sind zwei Beutel dabei mit einer ganzen Menge an Zubehör und Ausstattung. Ich habe ja gesagt, ein Zimmer ist ja noch frei, wenn ich die Erweiterung in das Puppenhaus einbaue, und da kommt dann das Jugendzimmer rein. So, hier haben wir die ganzen Teile. Fangen wir mal mit dem coolen Schaukelkorb an. Das wird einfach hier oben eingehängt. Ist das nicht cool? Hat mir so gefallen, das Set. Und passt auch echt gut in das Puppenhaus rein. Dann kommt hier noch die Bodenplatte dran. So, und schon fertig. Und da können die Kinder, die Jugendlichen dann relaxen, sich ausruhen vom stressigen Schultag. Was haben wir noch? Dann gibt es hier, eine Pflanze. So, die sieht so aus. Und dann haben wir das super coole Sofa. Das lässt sich ausziehen. Jetzt muss ich gerade schauen. Das wird hier so eingeklipst an der Seite. Genau. Hier das dann zum Schlafen. Kann man ausklappen, wenn die Freunde zu Besuch kommen. Und tagsüber wird es dann eingeklappt. Dann kann man da drauf sitzen. Echt eine coole Sache. Und was gibt es noch? Hier den Tisch. Dann haben wir hier noch einen Drehsessel, einen Bürostuhl. Das sieht so aus. Dann gibt es hier noch, ich muss gerade auf der Anleitung schauen. Das ist ein Schrank? Nee, ein Schreibtisch wird es. Hier das Teil, dann kommt hier oben eine Schublade rein. Oder auch nicht. Oh, jetzt hat Serratus schon so viel zusammengebaut. Hier von der Seite so. Und unten eine große Schublade. Dann kommt die Tischplatte oben drauf. Hier an der Seite so ein Fuß, so ein Halter. Und von hinten so eine Rückwand. Genau. So sieht es aus. So, dann hat es hier noch ein Telefon. Stellen wir gleich auf den Schreibtisch. Ganz wichtig, dass die Jugendlichen es bequem auf dem Sofa haben. Zwei Kissen. Dann gibt es noch hier Bücher. Und einen Computer, einen PC. Hier die Tastatur.
Und hier der Monitor, der wird einfach hier eingesteckt. Lässt sich dann auch drehen. Und da kommt dann noch auf dem Monitor ein Aufkleber drauf. So. So sieht er aus. Ein richtig tolles Set. Den Tisch können wir hier hinstellen. Und dann kommen auch schon die Kinder. Ich zeige es euch gleich mal aus der Nähe. Hier seht ihr Tamara im Hängesessel. Sie erholt sich etwas. Und hier seht ihr Kevin. Er sitzt gerade auf dem Sofa, telefoniert mit seinem Freund. Davor der Tisch. Nebendran seht ihr den Schreibtisch mit PC und dem Bürostuhl. Und dieses Set werde ich im nächsten Video in die Erweiterung vom Puppenhaus einrichten. Es wird bestimmt ganz toll. Werde ich morgen rausbringen, das Video. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, dann gebt mir Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter, hinterlasst mir Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, was nicht so gut war, was euch gefallen hat. Und bis bald, euer Serratus 1.